Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Du hast gesagt, ich sage Hallo und ich habe gesagt, du sagst Hallo. Oder? Okay, die Mauer sagt Hallo. Nein, hä? Aber wir haben beide so still geblieben. Ja, wir sind jetzt in der Küche und wir arbeiten. Wir nutzen immer den Vormittag für uns, für die Arbeit. Na, wir sind hier wohl. Wo die Kinder halt aus dem Haus sind. Außer und die Luisa, die ist genau. Und da haben wir ein bisschen mehr Ruhe im Haus und können wir uns auf gewisse Dinge konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden und ständig unterbrochen zu werden. Genau. Und die Mama arbeitet ganz fleißig hier am Computer. Yeah. Und ich mache ein Paket für meine Tante. Wir haben hier für die Katzen was gekauft, also für ihre Tiere. Für die Hunde haben wir nicht gekauft, weil für die Hunde kriegst du dann von... Vielleicht zur kurzen Erklärung, nicht jeder weiß, was du meinst, wenn du sagst für deine Tante. Also für die Tante, mein Mann hat eine Tante in Rumänien und die hat mega viele Tiere in der Wohnung, ein paar, und ein paar hat sie ja, in ihrem Ferienhaus, in ihrem Wochenendhaus, und dort, also für die Katzen hat er aber jetzt so ein paar Sachen gekauft. Ja, also sie also rettet Tiere von der Straße, und sie hat im Haus, glaube ich, also im Wochenendehaus, wenn man so sagen kann, zwei, drei Katzen. Aha, stimmt. In der Wohnung eine Katze und Hunde sind ziemlich viele, also ich glaube schon um die 15 vielleicht. Ja, sie füttert aber auch die Hunde auf der Straße. Genau, also und die Katzen auch auf der Straße, und bei ihrer Wohnung kommen auch noch zwei Katzen vor der Tür und die werden dort gefüttert. Genau. Und sie versorgt, also diese arme alte Frau, sie ist über 70, fast 80, sie versorgt mit ihrer Krankheit, die sie hat, also ein bisschen Rheumatitis, also ihre Arthritis Hände, oder sowas, ja. Versorgt sie einfach rund um die 30 Hunde mit ihrem Geld, Pension, deswegen unterstützen wir sie halt ein bisschen, weil das ist halt echt viel. Alleine körperlich zu unterstützen ist das ja viel. Und dann auch finanziell, also wir unterstützen sie, soweit es geht, ist immer auch ein bisschen schwierig. Wir würden gerne jemanden finden in Rumänien, der, also finden, wir müssten jemanden finden, aber wir hätten gerne jemanden, der dort bei ihr ist und ihr die Sachen einkauft zumindest. Wäre eigentlich die einfachste Variante, aber... Ja. Es ist nicht so leicht, denn ja, die meisten haben ein privates Leben, nicht so viel Interesse an Hunden füttern. Ja. Und ja, deswegen machen wir von da. Soweit es geht. Ne? Ja. Weil man kann auch nicht so viel schicken, weil das ist ja auch. Wir sind auch auf 30 Kilogramm begrenzt, genau. Also nicht mehr, weil dann macht der Versand mehr als. Das Futter wert ist. Genau. Oder vielleicht gleich, und dann zahlt sie leider nicht aus. Das Geld ihr zu schicken, ihm was zu kaufen, ist es auch ziemlich blöd, weil sie kann nichts schleppen. Sie kann auch kaum gehen, also sie kann schon gehen, aber nicht lange Strecke, beziehungsweise auch beim Schleppen, also maximal 5 Kilogramm. Weil ich denke mal, wenn man so einen Hundesack, also so einen Hundefuttersack kaufen könnte, wäre es schon cool, aber wie soll sie den tragen, bitte? Das geht nicht, ja. Das wäre halt voll cool, wenn wir... Deswegen kaufen wir so kleine Tüten mit 1,5 Kilo oder 750 Gramm. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wie es mit der Zeit geht, ist ja auch schwierig, Lockdown und so. Aber wenn du mal wieder nach Rumänien fährst und das Auto voll machst mit Hundesack... Es ist halt schwierig, weil ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, Angst, weil ich nicht weiß, wie die Regeln aktuell sind. Nicht, dass ich da hinfahre und dort eingesperrt bleibe für was weiß ich wie viele Tage. Ja. 10 Tage oder Rumänien, Quarantäne oder wie noch immer. Vor allem in Rumänien sind sehr viele Corona-Fälle aktuell. Genau, vielleicht. Ich muss mich vielleicht erkundigen, aber... Das ist schwierig jetzt. Ja. Mir ist ein bisschen so, wenn so viele Kranke sind, dann habe ich immer ein bisschen Angst. Wenn man dich positiv ansteckst, dann musst du dort mindestens 10 Tage, bis du wieder gesund bist, und bleiben. Und dort zu bleiben, das da habe ich Bauchweh. Ja, das will ich auch nicht, also definitiv nicht. Also. Das Gesundheitssystem in Rumänien ist leider nicht so gut, sagen wir es mal so, um nicht so negativ aus. Nicht in Details zu gehen, weil da greift die... Reiß die Haare ab. Ja, wirklich. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, aber wir haben hier ein paar Sachen gekauft. Mehr für die Katzen, weil für die Hunde kriegt sie schon von dort. Also sie hat, wie heißt das? Metzger, glaube ich, oder? Achso, ja, das heißt so Abfälle, genau. Ja, also so Abfälle. Ja, Innereien, ja, genau. Krallen. Und das kriegt sie dann von Metzger. Manchmal kostenlos, manchmal muss ich auch was geben. Und deswegen nur für die Katzen. Genau. Und wenn ich dann selbst nach Rumänien fahre, dann bringe ich auch meistens auch Hundefutter mit. So, ich zeige euch noch geschwind, was wir für meine Tante gekauft haben. Also, wie gesagt, habe ich so Katzenfutter, große Auswahl. Auch ein Nassfutter. Dann haben wir auch ein paar Süßigkeiten, denn jetzt ist Weihnachtszeit und sie kann nicht mehr backen. Und ja, gehört dazu. Dann ein paar Pralinen. Pralinen. Das ist auch für sie, beziehungsweise für ein liebe paar Freunde.
Damen, Freundinnen, die sie auch in schwierigen Zeiten unterstützt haben, auch als Dankeschön. Ja, ein bisschen was zum Knabbern auch noch dazu. Das muss man sagen, das kann man gekühlt, also ungekühlt genau. Lagern, deswegen kann man das schicken, weil sonst wäre das genauso wie diese Wurst. Genau, wie diese Salami. Sonst ist es halt schwierig, weil die sagen, gehen unterwegs kaputt, die brauchen ja ziemlich lang, also fast eine Woche, bis es ankommt. Dann für Lippenpflege. Irgendwas, so ein Papa, kennen Sie Nüsse aus? Keine Ahnung, was das ist. Lippenpflege, einfach Lippenpflege. Ja. etwas Süßigkeiten wieder, dann etwas zum Munterwerden. Alkoholfreier Radler. Ich trinke gerne so Zitronenradler und Orangenradler, also mit Grapefruit. Und was wir noch gekauft haben, haben wir noch zwei Stromkabel, denn das brauche ich auch dringend für die Wohnung, irgendwas im Haus. Irgendwas ist das gekauft? Ja, sie hat mir jetzt unterwegs angerufen, als ich unterwegs war, dass ihre Haken, wo die Handtücher aufhängt, abgefallen sind, sie runtergefallen und sie kann nicht klopfen, weil ja durch ihre Hände sind, sie kann nicht klopfen, also sie kann nichts in der Hand halten und das sind nur zum Anpicken. Ja. Ich will mal sagen, ich packe das ein, weil ich würde gerne noch heute schicken, denn morgen ist in Österreich Feiertag und die Pakete bleiben da. Und wenn ich es heute schicke bis 11:30 Uhr, geht das Paket noch raus. So, meine Lieben, die Pakete sind jetzt schon im Kofferraum und wir machen uns gemeinsam auf den Weg zur Post. Ich muss mich beeilen, denn ich habe noch 30 Minuten Zeit, die Pakete abzugeben. Ansonsten bleiben die Pakete da bis am Donnerstag und das möchte ich natürlich nicht. Ja, unter anderem habe ich noch ein Paket da, das ist der Gewinner, den Aera gewonnen hat. Der wird heute auch versendet. You lost your mind when you dropped that bomb. Girl, are you crazy? Yeah, you must be crazy. Die Kamera ist jetzt bei mir. Der Papa ist jetzt schon mal los, die Lara zu holen. Und ich bin am Kochen. Ich mache jetzt gerade nämlich im Thermomix die Lieblingsbolognese von uns. Ich mag die vom Thermomix so, so gerne. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich mache mal die Kamera an. Jo. Immer so ein bisschen, ich habe jetzt gerade vorhin auch noch Story gemacht, da muss ich mich immer ein bisschen so teilen, dass es gerecht aufgeteilt ist, ne? Story und YouTube. Ja gut, jetzt geht es hier mal weiter. Ich liebe es übrigens mit dem Thermomix zu kochen, das erleichtert einem so viel Arbeit. Gerade so bei Bolognese, dieses Gemüse schnibbeln, der macht das dann so in ein paar Sekunden so klein, da würde ich dann hier alt werden. Wenn ich da die ganze Knollensellerie und die Karotten und so weiter. Ja, mega cool. Was sollte ich euch noch sagen? Ich will mal irgendwas sagen, jetzt ist den Faden verloren. Vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Geschirrspüler ausräumen. Das ist ja das Praktische beim Thermomix, ne? Während der kocht, kann man ein bisschen hier aufräumen. Und das werde ich auch gleich machen. Der Kleine schläft übrigens, also der ist heute sehr früh aufgewacht, also so um 6.30 Uhr, normalerweise immer, wacht er immer später auf, aber heute ist er sehr früh mit uns halt aufgewacht und ist dementsprechend dann halt auch wieder früher in sein Mittagsschlaf, Vormittagsschläfchen, sagen wir. Nennen wir es mal so. Jetzt ist Mittagessen fertig. Sila ist auch schon da. Der Philipp guckt ganz erstaunt die Kamera an, weil jetzt hängt er so. Das wollte ich euch noch zeigen. Ist die Luisa. Das ist der Papa. Papas Bauch. Ich wollte euch ja die Kamera zeigen. Machst du mein Handy scheiße? Seht ihr? Ja.
So schaut das jetzt aus. Da ist ein fettes Mikrofon mit so einem Buschel. Und wir haben so eine Hülle noch dazu genommen. Seht ihr das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so eine Zusatz, damit wir halt hier die... Ja, so schaut das dann aus. Beim Essen müssen wir immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, egal was es gibt. Es ist, ja. Habt ihr auch das Problem? Ja, es gibt sicher Leute. Also bei uns von der besten Freundin, die Tochter, hat dasselbe Problem. Aber genau dasselbe. Aber ja, ich muss jetzt auf jeden Fall den Philipp füttern und so. So Fisch, wir vloggen. Den Philipp und die Luisa muss ich noch ein bisschen überreden, dass sie sich vielleicht doch noch hinsetzt. Komm, ich geb dir auch. Ich suche dir jetzt auch Paw Patrol. Do you know? Die Tricks der Eltern, ne? Paw Patrol, irgendwas am Handy schauen. Ich habe 21 Minuten, 19 Minuten, 3 Minuten. Super. Na gut, wir essen mal. Die Großen kommen auch bald. Euer Besteck vergessen für uns. Kannst du das? Wow, schau. Paw Patrol, Helfer auf 4 Pfoten. Beste Tag überhaupt. Nick Junior. Steht das mit Essen für die Kinder garantiert? Ja. Wer dieses Video anschaut, ist alles aus dem Teller. Oh, sehr brav. Schmeckt gut? Schmeckt gut, oder? Komm, Lisa, siehst du, der Philipp hat gesagt, schmeckt gut. Na gut, wir essen mal und wir melden uns später. Wir machen ja mal so. Das darf kein Kind sehen. Ja. Dieser Video kommt. Wir müssen dann erst Februar, oder? Wir müssen dann rausschreiben, wenn du es gehört hast, sonst vergessen wir, was da drinnen war. Wir packen nur ein Geschenk, das ist nicht schwer. Naja, trotzdem aber vergessen wir. Aber das Papier ist viel zu wenig, glaube ich, für die Geschenke, was wir haben. So viele haben wir noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Shoppen. Wieder was? Kannst du schneiden? Ja, natürlich. Wo soll ich schneiden? Die Schere ist da hinten. Hinten dir. Ist der Motorbaum. Mutig? Ich kann schneiden. Mit welchem Bauch? Hand. Welchen Bauch? Was laberst du? Ich kann nicht schneiden. Ja, ich auch nicht. Halten, muss es halten. Hier oder hier? Gib her. Warte, du nervst brutal. Ich bin müde. Ja. Mein Bur sagt, Mama, komm her. Schau, pass auf, ich kann beim Müll anfangen. Wow. Na, jetzt in Weihnachtszeit. Die Kamera fokussiert ständig das Gesicht. Das ist dein Tattoo. Du machst immer so ein Kästchen. Mein Vater ist dabei. Ja. Oh. Er ist immer dabei. Wir brauchen eigentlich ein Geschenk für ein Reel und da haben wir uns gedacht, dass wir gleich ein richtiges Geschenk einpacken. Die Kinder wissen ja nicht, was drinnen ist. Oh, aber wir müssen aufpassen, dass die Kinder das nicht sehen. Weil sonst, vielleicht die Lara merkt sich das Geschenk, also die Farbe. Und dann kommt sie drauf. Ich habe mir gedacht, wir kaufen uns neue Weihnachtskugeln. Warum? Haben wir geraten? Ja, wir haben jetzt blau, rot und gold. Was ist da drauf? Grün. Weiß. Das sieht so schön aus. Weiß. Silber. Weiß. Ja, weiß und silber. Aber weiß. Digga, das ist nervig. Digga, das ist nervig. Wir schmeißen das Geld auf den Fenster raus. Wieso Geld? Wir kaufen weiße Kugelchen. Es geht darum, nicht welche Kugelchen wir im Baum haben wollen. Das ist doch schön, denn ich fühle die roten nicht mehr so. So langweilig und so alt. Okay, dann nehmen wir das. Ja? Hast du Bock? Nein. Ah! Aber bevor ich jetzt mit dir diskutiere, ich will sein. Gib mal Ruhe, oder? Nimm mal Ruhe, halt die Kopf. Die kosten ja nicht viel. Gott sei Dank kosten wir das andere. Louis Vuitton-Tasche zum Beispiel. Krieg ich eine? Das ist eine Investition. Jetzt nehmen wir die weiße Kugel. Scheiße, ich dachte, das ist eine Chance für eine neue Tasche. Kann sie nicht. Weiße Kugel und Tasche. Oh. Wir hatten einen Livestream auf Diamanta Mr. Clean, unseren Hühler-Instagram-Account. Den kann man vielleicht sehen. Hier schaut es ja, Hühler, Zubehör und hier Ringlicht und so weiter. Ich wollte noch, ich habe die Kamera extra hingestellt, euch ein bisschen vorher zu zeigen, vor der Vorbereitung, aber wir waren so in Planung, dass, ja, nicht dran gedacht. Deswegen... Sorry. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall fertig und wir werden jetzt was essen und wir werden auf jeden Fall mal hier aufräumen, oder? Die Mama lässt uns was auswärts essen. Ja. Wir haben uns jetzt schnell was vom Chinesen geholt. Sushi für mich. Papa hat sich den Halbmond geholt. Das ist Ente und Huhn mit Reis. Ja, bitteschön. Ich habe mir das genommen. Das ist Huhn, koreanisches Huhn. Boah, das schaut lecker. Was steht Lara und der Luisa? Teilen Sie sich eins? Ja.
Also meine Lieben, ich bin jetzt im Badezimmer und werde mich noch schnell abschminken. Wir haben jetzt gegessen, sind satt, bin richtig müde. Gleich nach dem Essen. Wir müssen schlafen gehen, aber zuerst schminke ich mir natürlich ab. Ich gehe nicht ungeschminkt schlafen. Das habe ich früher gemacht, als ich ein Teenie war. Aber jetzt finde ich das einfach ekelhaft. Und könnte das nicht. Das ist übrigens, ich zeige euch das schnell, Entschuldigung, von Estee Lauder, so ein Abschminkbalm. Das ist so ein, sowas wie, ja, so eine Paste, wie so ein bisschen härteres Kokosöl. Das schmiere ich mir so ins Gesicht und mache damit einfach alles weg. Dann nehme ich mir so ein Abschminkpad, immer so wiederverwendbare. Und schaut sich jetzt sehr lustig aus, aber mit dem Nassen geht das so gut weg. Wie man sehen kann, schon gut, oder? Und das finde ich ist für mich die angenehmste Abschminkform, die ich mir vorstellen kann. Aktuell, ich liebe das einfach. Ist gut. Was brauchst du denn? Ruhe. Und du? Auch. Deswegen geh wieder weg, ich brauche meine Ruhe. Deswegen halt den Mut. Und mich schnell abschminken, den Kleinen dann nehmen und ja. Sleeping Baby. So, jetzt bin ich fertig mit meiner Routine, nachdem ich mir 30.000 Sachen ins Gesicht geklatscht habe. Ich werde mich jetzt noch umziehen und ich werde mich jetzt gleich vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Tschüss.